Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Gallery Update. Ja, der März ist langsam zu Ende und wir gucken uns an, welche Karten ich so verkauft habe, ja, seit dem letzten Update, und welche Karten ich mir gekauft habe. Ich habe einiges, ja, mir zusammengestellt. So ein bisschen ist Betrieb reingekommen bei Soraya, auch wenn so ein bisschen der Markt im Abwärtstrend ist. Man kann da schon einiges erarbeiten. Das gucken wir uns direkt mal an, welche Karten ich verkauft habe. Brian Kufre war so, der ist bei New York City gelandet. Den habe ich jetzt bei zwei Karten, habe ich eine jetzt mit Gewinn verkauft, die andere spiele ich for free. Ediard Löwen, da habe ich mich relativ verzockt, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte halt nicht gedacht, dass St. Louis so abartig performt, und auch Ediard Löwen spielt sehr, sehr stark, ist ein absoluter Zehner, der wirklich stark performt. Man sieht, die Preise sind sogar auf, ja, um die 40 Euro hochgegangen. Da hätte ich sicherlich noch zocken können und den halt auch einsetzen können, aber hätte Fahrradkette, ne? Wer hätte das denn ahnen können? Ich zumindest nicht. Dann einen Kota Watanabe, sehr, sehr gut verkauft, der in dem Asia-Hype noch ein bisschen mitgenommen worden ist. Genauso Drake Callender, rechtzeitig abgegeben. Ich bin kein Fan von ihm, meiner Meinung nach kein guter Torhüter. Jari Littmann, schweren Herzens, die Legende von Ajax, abgegeben. Aber der Preis war auch relativ gut. Habe ich, glaube ich, zeitlich relativ gut erwischt. Preis jetzt so ein bisschen auf 18, 19 Euro abgefallen. Kann man vielleicht wieder günstig nachkaufen, weil die Scores von den Ajax-Mittelfeldspielern sind schon sehr, sehr stark. Immer wieder 80, 90 Punkte. Wenn man im Legenden-Mode mitspielt, macht es absolut Sinn, den drin zu haben. Eine Stefan Posch-Karte habe ich verkauft mit 18 Euro. Das heißt im Prinzip, die letzte Stefan Posch-Karte kann ich somit durchspielen. Inigo Vincente hat mir auch wehgetan. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weitergeht mit seinen Scores. Der hatte schon 5 grüne Scores. Da habe ich gedacht, ja, jetzt ziehst du die Bremse und verkaufst den. Und hat auch weiterhin performt. Preis relativ stabil bei ihm. Ist auch geblieben zwischen 15 und 18 Euro. Ich glaube, kurz mal so einen Sprung auf 20, wenn ich mich nicht irre. Arge Scores, die er halt raushaut. Das wird auch irgendwann mal ein Ende finden. Ist auch der beste Spieler in der zweiten Liga Spaniens vom Marktwert, sowie auch von dem, was halt performt. Für eine Stürmerkarte meiner Meinung nach sehr, sehr gut, aber ich habe da im Prinzip den nicht mehr so benötigt. Gut, wenn ich die Scores so geahnt hätte, hätte ich den auch nicht verkauft. Marius Wolf hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen zocken können, weiß nicht, was der preislich sich noch entwickelt hat. Nö, gar nicht gut getroffen eigentlich. Dadurch, dass er jetzt ja im Nationalteam gespielt hat, habe ich mir gedacht, der Preis vielleicht gestiegen. Dada Candice hat mir einer abgeluchst für 11,83 Euro einen kleinen Gewinn mitgenommen. Genauso Tatsuya Morita hätte ich vielleicht auch noch ein paar Euro rausziehen können. Der ist jetzt die Nummer 1 geworden bei Sagan Toso in Japan. Da weiß ich aber jetzt auch nicht, ob der Torhüter dort verletzt ist, ob der jetzt langfristig oder kurzfristig Torhüter ist bei denen, die Nummer 1. Christensen, kurzfristig dachte ich auf einen Fehlverkauf. Der ist nämlich preislich sehr, sehr gut gestiegen, dadurch, dass er noch weiterhin gute Leistung gebracht hat. Nationalteam, gute Nachfrage. Hat sich aber gegen Finnland verletzt. Ich glaube, in der 18 Minuten gespielt. Preis komplett abgestürzt. Komplett abgestürzt. Überlege ich eventuell, ob ich auf Araujo oder Condé umsteige. Da hatte ich auf jeden Fall Glück, gebe ich zu. Arriaga habe ich schon jetzt eine Karte verkauft, 2,95 Euro. Stankovic hatte ich zwei Karten gekauft, da hat sich einer gefunden, der hat die für 5 Euro abgekauft. Ab und zu braucht man ein bisschen Glück, somit spiele ich eine Karte for free. Hier noch ein Arriaga weggegangen für 2,52 €. Die habe ich, glaube ich, eingekauft für 1,01 €, das heißt ja mehr wie das Doppelte an Gewinn. Ja, auch Kleinvieh macht Mist. Genauso Jamal Lewis, da habe ich auch einen positiven Artikel gelesen, ist sehr gefragt, im nordirischen Nationalteam auf dem Flügel, hat auch direkt, glaube ich, eine 90 gegen San Marino rausgehauen. Gegen Finnland war es jetzt nicht so prickelnd. Die habe ich preislich, glaube ich, für 2 Euro gekauft und dann um 7,70 Euro verkauft. Die zweite Karte habe ich auch noch drin, die werde ich jetzt behalten. Da habe ich schon einiges gelesen, der ist jetzt bei Newcastle, eventuell vielleicht in die zweite englische Liga, dass er verliehen wird, gibt sicherlich Optionen. Dann schweren Herzens habe ich mich von einem Lucharel Gertruida getrennt, der Preis war einfach zu verlockend, hat sich aber anscheinend im Länderspiel gegen Frankreich verletzt, wurde da in der 87. Minute ausgewechselt, der Preis direkt gedroppt, ich weiß jetzt auch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Eine Karte habe ich, glaube ich, für 30 Euro mal gekauft und das war ein Reward, den ich gewonnen habe. Das heißt, im Prinzip kostet mich die Karte jetzt, glaube ich, 10, 15 Euro, die zweite, die ich spiele. Bin ein riesen Fan von dem, deswegen die zweite Karte werde ich halten, aber die eine habe ich jetzt wirklich
auch wieder Glück gehabt, richtigen Zeitpunkt erwischt und dadurch, dass er im Nationalteam der Startelf war, gut getroffen. Und dann Kelvin Leerdam hat sich auch einer gefunden, der den abgekauft hat. Ich habe den verkauft, der ist 32 Jahre, Nationalspieler von Suriname, hat drei sehr, sehr starke Scores gehabt, ist auch direkt schon wieder im Preis ein bisschen gedroppt. Hatte ich vor einem Jahr, wo die Preise noch ganz, ganz anders waren, für 3,70 Euro, 0,014 ETH. ETH habe ich mich mehr wie verdoppelt, das ist klar. Da waren die ETH-Preise, glaube ich, bei 4.000. Aber hier beim Euro-Preis einen leichten Gewinn. In Summe auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Hat bei mir auch nicht mehr irgendwie reingepasst ins System. Und ich bin halt auch nicht überzeugt von ihm. Wenn ich nicht überzeugt bin, trenne ich mich von ihm. Ansonsten hatte ich noch Peter Stojanovic in einem Deal. Viele Deals gab es nicht, es gibt immer nur die dreisten, unverschämten Deals, die man nicht annehmen kann. Aber den hat er für 6,21 Euro verkauft, für 2,36 Euro gekauft, quasi verdreifacht mit der Karte. Ist ganz okay, Länderspielpause gut genutzt. Danach habe ich hier unten Hector Herrera für 20,93 verkauft. Vielleicht hätte ich da noch einen Ticken warten können. Eine zweite Karte wie auch noch, die gebe ich jetzt auch zum Verkauf rein. Wobei ich da noch ein bisschen zwiegespalten bin nach diesen vier Scores, die er da rausgehauen hat. Schon abartig, die neuen Karten sind jetzt rausgekommen. Da ist sogar die Nummer 1 Karte, glaube ich, für 40 Euro weggegangen. Auf jeden Fall, ja, da wäre sicherlich noch preislich, ja, 10 Euro mehr wären sicherlich noch gegangen mit den Scores. Ist jetzt kurz nach der Länderspielpause das Video, wo ich aufnehme. Das heißt, da kann sicherlich nur noch ein bisschen was hochgehen preislich. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden. Junior Moreno habe ich, glaube ich, auch mit Gewinn verkauft. 4,91 Euro, was habe ich denn damals gekauft? Um 1,86 Euro. Ist gut gelaufen. Habe ich auch noch eine zweite Karte übrig. Das ist auch bei Venezuela auf Länderspielreise. Hat zwei gute Spiele gehabt. Da kann man sich von einer Karte gut trennen. Sicherlich wäre da jetzt ein Euro mehr gegangen, aber da muss man jetzt nicht zu arg zocken. War jetzt nicht arg viel, aber doch einiges, was halt hier durchging. Dann gab es noch Spielertäusche hier mit X, Skinny X oder wie der heißt, habe ich meinen Reward Lucas Zidane den Torhüter abgegeben und Janis Blaswich, der ist auch danach ziemlich steil abgestürzt, der war ja bei 40 Euro zu dem Zeitpunkt, jetzt bei 20 Euro habe ich halt gut erwischt. Da habe ich mir Daniel Braganca somit getauscht, ein Talent, das einen Kreuzbandriss hatte bei Sporting. Sebastian Coates, den wollte ich eh schon länger haben. Uruguayischer Nationalspieler, hat sehr, sehr gute Scores, immer wieder um die 60, finde ich sehr, sehr stark. Stammspieler bei Sporting Lissabon, fand ich okay als Tausch, lange mit ihm verhandelt. Und dann Cameron Miller, der war zu dem Zeitpunkt verletzt, preislich war der bei 60 Euro. Der Preis ist mir relativ uninteressant. Ich denke, dass der halt ein großes Potenzial hat bei mir, gerade über den Sommer, in einer Rare, ja, in einem Rare-System sein. 68 Euro sogar wieder im Preis gestiegen. Das heißt, die Verletzung war anscheinend halb so wild. Der hat die panikartig verkaufen wollen. Ich finde, in Summe war das kein schlechter Deal. Zidane war, glaube ich, 60 Euro zu der Zeit wert, 40 Euro Blaswich. Jetzt, wenn man sieht, Cameron Miller ist knapp an die 70 Euro wert. Coates über 20. Braganca ist jetzt ein bisschen gefallen, natürlich, dass der nicht einsetzbar ist. Aber wenn er wieder gesund ist, wird er auch preislich steigen. David Bingham, den habe ich noch verkauft für 15 Euro. Der hat sich jetzt anscheinend schwer verletzt bei Portland. So ein bisschen hin und her mit Ivacic gewesen. Und wird wahrscheinlich sich jetzt Ivacic durchsetzen, dadurch, dass Bingham sich schwer verletzt hat. War auch ein relativ guter Gewinn. Da habe ich zwischenzeitlich in einem Winterloch, wo die MLS Pause hatte, für 2-3 Euro geholt. Ansonsten nur noch Ataru Esaka, den hatte ich verkauft für 10,46 Euro. Der ist nach Korea gewechselt. Den hatte ich als Reward gewonnen gehabt, ist im Prinzip okay, ist auch preislich auf 2, 3, 4 Euro gefallen. Mit 10 Euro, denke ich, war das ganz okay. Dann gucken wir uns an, was ich mir für Karten geholt habe. Tom Bradshaw war so die letzte Karte. Ich habe mir einen neuen Samir geholt, der wird aber preislich jetzt gefallen sein. Der hat sich, glaube ich, verletzt, ist jetzt auf 10, 11 Euro gefallen. Hat keiner großartig kommen sehen. Den habe ich gerade für diese ja, Champions League Spiele geholt, die sind auch gegen Orlando weitergekommen, das heißt grundsätzlich positiv. Die Frage ist halt, wie schwer die Verletzung ist, irgendwas mit Meniskus. Shakira habe ich mir geholt, wollte ich einfach unbedingt haben und ja, jetzt habe ich den. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu arg verletzt ist. Wurde er geschont gegen Cincinnati, hier war er auf Länderspielreise, irgendwas ist da. Im Prinzip preislich natürlich auch gefallen, nicht einen guten Zeitpunkt erwischt. Die DNPs killen halt den Preis, hat aber keiner wissen können, dass der sich jetzt da irgendwas wieder zuzieht.
vielleicht ein Ticken zu viel FOMO. Ansonsten Kim Tae-hwan, ein südkoreanisches Talent, glaube jetzt um die 22, 23, war immer wieder im koreanischen erweiterten Kader, absoluter Stammspieler bei Samsung Blue Wings. Murillo habe ich mir zurückgeholt, den hatte ich mit Gewinn verkauft. Die sind auch im Europacup weiter, das heißt, da kann ich den auch langfristig einsetzen. Dario Tadic, ein Stürmer für das Trading-Projekt. Isco habe ich mir jetzt nochmal zwei Karten geholt. Da wird gemunkelt, dass er eventuell zu Flamengo Rio de Janeiro wechselt. Ein Top-Club in Brasilien, das ist so ein kleiner Zock. Da hoffe ich, dass ich mir da irgendwas erarbeite. Ansonsten ja, muss man halt geduldig sein bei ihm. Ich denke, dass er die Karriere hoffentlich nicht beendet. Bin da momentan ein bisschen gestraft. Galvao ist wieder im Training, was ich gesehen habe. In der Länderspielpause, da haben sie irgendwie die zwei Teams gegeneinander spielen lassen. Da war er in so einem Trainingsteam drinnen. Justin Hekeren kaufe ich immer wieder günstig nach, wenn es geht. Genauso Jörg Siebenhandel, wo das auch ein kleiner Zock ist. Den gab es, glaube ich, jetzt für 2-3 Euro. Den verschleudern die. Der Vertrag läuft aus bei Sturm Graz. Ich denke, der wird da noch irgendwo in der österreichischen Bundesliga einen Club finden. Vielleicht ein Experiment in die zweite Bundesliga Deutschlands. Ist aber auf jeden Fall eine reine Spekulation. Dann einen weiteren David Alaba, jetzt habe ich schon 4 Stück von dem. Jedes Mal, wenn der Preis ein bisschen fällt, kaufe ich nach. Das scheint der Boden gewesen zu sein, die 11 Euro, 10, 11 Euro. Nicolas Polster, auch im österreichischen U21-Nationalteam jetzt gespielt, ist dort Stammtorhüter. Preislich immer wieder mal nachkaufen mit 2-3 Euro ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Wird wahrscheinlich zweiter Torhüter beim LASK werden nächste Saison. Ist für mich sehr interessant. Jonathan Okita, ein Stürmer aus der Schweiz. Da habe ich mich auf jeden Fall von den Scores so ein bisschen blenden lassen. War auf jeden Fall kein intelligenter Kauf. Was ich mir dabei gedacht habe, ist noch ein bisschen rätselhaft bei mir. Ich weiß es nicht. Passiert auch mir, manche Käufe sind bei mir unerklärlich. Dann immer wieder meinen Christoph Mondschein, eine Rare-Karte, eine Limited-Karte. Guten Zeitpunkt erwischt, hat jetzt sein Tor gemacht, Siegestor gegen Alltag, gegen Wolfsberg mal in der Startelf gewesen. Unter dem neuen Trainer könnte es vielleicht bergauf gehen für ihn. Deswegen hoffe ich da preislich, dass da noch ein bisschen was hochgeht. Luca Del Torre, Nationalspieler von den USA, ist gerade, glaube ich, ausgeliehen für Celta de Vigo, spielt dort Stammspieler. Scores sind jetzt nicht weltbewegend, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das für den Preis ein relativ interessanter Spieler ist. Ich glaube, für 2 Euro ist noch relativ jung, könnte eventuell in die MLS zurückwechseln. Als Nationalspieler USAs finde ich ihn nicht verkehrt. Thierry Ambrose gab es relativ günstig. Ich glaube, ich für 2,94 Euro geholt. Liegt auch irgendwo in der Range, kann man ab und zu mal ein bisschen teuer verkaufen. Wenn die zwei schlechten Werte hier rausfallen und Ostende sich so ein bisschen vom Abstiegskampf lösen würde, glaube ich, dass da ein gutes Potenzial ist. Ferdi Truif, momentan verletzt, habe ich mir auch 3 Karten geholt. Preislich, glaube ich, wird es sogar nochmal ein bisschen, gar nicht gefallen. Denke ich, gut erwischt. Sollte irgendwann mal fit werden, ist ein Millionentransfer von Rapid. Die werden den so leicht nicht fallen lassen. Wataru Endo bin ich ein großer Fan von ihm. Kapitän von Japan, auch Kapitän von Stuttgart. Für das Geld absolut, ja, kann man nehmen. Arthur, was soll ich sagen? Ich fand den bei Barcelona damals gut. Preislich gibt es den sogar nochmal einen Ticken günstiger. Kann ich mal überlegen, ob ich mir da noch einen hole. Wird auf jeden Fall einen Verein finden, wenn er bei Liverpool nicht bleibt und nicht bei Juve etc. Deswegen, da bin ich mal positiv eingestellt. Dann Mascherano, eine Legendenkarte für die Ajax-Karte getauscht. Ist in Summe okay. Von den Scores her läuft das nicht so schlecht. Auch ansatzweise Ajax-Niveau, preislich, dadurch, dass halt River Plate ist, ist halt nicht Ajax, aber von den Scores her, das ist mir wichtig, relativ solide. Bocardi, eine Rare-Karte, Bocardi, absoluter Stammspieler bei Standard Lüttich in der Innenverteidigung, spielt euch jedes Spiel, kaum eine Minute verpasst. Alex Ring hatte ich mir für die Champions League geholt, gehabt 2 Karten, versuche jetzt händeringend eine zu verkaufen. Mal gucken, ob der Preis so ein bisschen hoch geht, hat da sogar die 100 gehabt. Da habe ich irgendwo den Peak verpasst, da hatte ich den für 10 Euro angesetzt, ein bisschen zu hoch, zu gierig gewesen, da hätte ich die schon locker um 8, 9 Euro verkaufen können und hätte die zweite Karte for free spielen können. Cenk Tosun, auch relativ günstig momentan mir erhandelt. Liegt irgendwo jetzt bei 10 Euro. Nationalspieler von der Türkei gegen Istanbulspor. Torverbreitung. Kapitän von Beşiktaş. Finde ich absolut eine sinnvolle Karte. Evangelis Reward. Hollingshead mir günstig nachgekauft. Ist anscheinend wieder gesund. Absoluter Stammspieler bei Los Angeles FC. 1,78. Liegt auch irgendwo in der Range. Man sieht hier, ab und zu kann er mal auch eine 100 raushauen. Ein Flügelspieler. Ein Assist geht immer.
Dadurch, dass er variabel einsetzbar ist, links wie rechts, macht das Sinn. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ian Harkes war so ein Lückenfüller für eine Game Week, hat seine Pflicht damals erfüllt. Aber ansonsten preislich habe ich den Leuch zu teuer gekauft, 20 Euro. War so eine Deadline-Hauruck-Auktion. Gibt es auch immer wieder bei Auktionen mal günstiger. Also hier sogar eine für 8 Euro weggegangen. Ja, hätte man sicherlich sparen können mit etwas mehr Geduld. Camilo Vargas, den habe ich auch zu teuer gekauft, 50 Euro. Bisschen geduldiger sein können, 36 Euro. Ich weiß nicht, warum ich den so teuer gekauft habe. Wahrscheinlich auch für irgendwie eine Champions League Game Week. Ist auf jeden Fall ein starker Torhüter. Die Scores zuletzt waren auch zweimal sehr, sehr positiv. Also für Atlas vielleicht geht es langsam bergauf. Sind ja quasi Titelverteidiger in Mexiko, aber momentan einen schlechten Start. Jordan Cibucho, und da habe ich so ein bisschen verbilligt, wobei die Karte nochmal gefallen ist, um 3 auf 3 Euro. Macht vielleicht Sinn, mir noch eine zu holen. Ich bin da auch überzeugt von dem, dass der irgendwo wieder mal in Form kommen wird. Und halt auch US-Spieler, MLS, geht immer auf lange Sicht den halt halten und nicht panikartig verkaufen. Edwin Cirillo, da habe ich, glaube ich, sogar noch ein paar Karten. Habe ich mir jetzt auch nochmal eine, glaube ich, geholt. Ist auch Stammspieler bei Dallas. Der hat sogar ein Tor geschossen, das haben sie ihm aberkannt. Dann ist halt der Wert auf 27 gefallen, ist ein bisschen bitter. Aber Tendenz ist schon stärker. Ach, mit Cutucho auch von dem Trading-Projekt. Gabriel Paulista, Granli genauso. Ansu Fati habe ich mir nochmal geholt, verbilligt. Sabitzer genauso. Der hat hier jetzt einen ziemlich starken Wert gegen Aserbaidschan gehabt. Also im Nationalteam sogar Kapitän jetzt. Und man munkelt, dass er bei Manchester United fest verpflichtet werden soll. Peter Gulaschi günstiger nachgekauft. Mal immer gucken, ja, preislich liegt er so. In der Range soll ja nächstes Jahr wieder für Leipzig die Mainz sein. Wüthrich, der hat sich verletzt, leider unglücklich gekauft. Hätte ich ihn warten können, hätte es den günstiger gegeben. Der ist aus der Verletzung zurückgekommen. Ich habe mir den geholt, direkt wieder verletzt. Ist dann so, hier noch ein Jordan Cibucho, Stavlidis, Iwobi habe ich mir geholt. Der gefällt mir dadurch, dass er immer wieder 50er Werte raus hat. Hier hat jetzt mal natürlich eine Phase gehabt, wo es ein bisschen schlechter lief. Deswegen habe ich da ein bisschen zugeschlagen. Wo er preislich sieht man auch, hätte ich auch wieder geduldiger sein können. Hätte ich nicht gedacht, dass die Karte nochmal so weit fällt. Absoluter Stammspieler bei Everton und im Prinzip gut einsetzbar für die Premier League Bewerber. Veljkovic habe ich mir noch geholt. Glaube ich auch wieder verlässt. Onisivo, Stürmer für Österreich. Hat ein bisschen Knieprobleme, preislich auch eigentlich gut getroffen, finde ich okay, ich mag den eigentlich. Yannick Habra, Diego Rico hatte ich mir auch gekauft für eine Game Week als Lückenfüller. Kramaric am Tiefpunkt gekauft, da wo er nicht gespielt hat, did not play. Ich glaube, den hat es für 7 Euro gegeben. Versuche ich gerade eine Karte mit Gewinn zu verkaufen. Ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt 2 oder 3. Die anderen dann for free spielen. Areal habe ich gezeigt, einige schon verkauft. Ich bin da überzeugt von dem. Wird seinen Weg finden. Marcel Kanadi ist momentan in Australien. Ist so eine kleine Spekulation. Sangare ist bei Fenerbahce verletzt gewesen. Kreuzbandriss, glaube ich, oder so ähnlich. Sollte bald wieder zurückkommen. Steve Mellon, Martinez sind auch Spekulationen. Mendes, Owusu, da ist ein bisschen kreativ. Hier Neto, eigentlich ein junges Talent aus Brasilien. Irgendwo in der zweiten Liga gerade verliehen, auch so ein Langzeitspieler, den ich mir geholt habe. Josef Rodon für die Länderspiele von Wales geholt. Henki Net, ein Torhüter, den ich verbilligt habe, Nummer 2 bei Standard Lüttich. Ein Torhüter kann sich immer mal schnell verletzen, da auch noch ein zweiter Sangare. Chicharito habe ich euch zu teuer gekauft, kann das sein? Ja, ein bisschen zu teuer. Da habe ich den so irgendwo bei Kansas City Spiel geholt, da habe ich einen Artikel gelesen, dass er eigentlich wieder gesund ist und wieder Lauftraining etc. macht. Da ist eigentlich nur die Frage der Zeit, bis er wieder spielt. So viele Mittelstürmer hat ja Galaxy nicht, im Prinzip ihn und Jovelic und der dritte Chad ist ein Talent, das sich gar nicht so schlecht angestellt hat. Im letzten Spiel gegen Portland eigentlich recht solide performt. Marcos Antonio von Lazio. Ein großes Mittelfeldspielertalent, relativ günstig zu haben. Ich denke mal, der wird da irgendwo mal verliehen werden. Danny Wilson, Dani Mora, auch Talent von Barcelona-Jugend, spielt bei Andorra. Robert Zulli, von dem bin ich überzeugt. Ein Stürmer, hat auch direkt gut gegen Hartberg getroffen. Preislich aber auch wieder gefallen. Dann immer wieder so ein bisschen das Timing-Problem bei manchen Karten. Ihr seht, ich bin da auch nicht perfekt. Kevin Gamero mir geholt. Für Frankreich wollte ich einen Stammstürmer endlich haben. Der war relativ günstig zu haben. Kostet preislich jetzt sogar nur noch 2 Euro, hätte ich auch noch ein bisschen warten können. Walter Bo habe ich mir günstig geholt für so einen Lückenfüller für eine Game Week 6,95. Versuche ich gerade auch so ein bisschen zu verkaufen, dadurch, dass die Game Week gerade für so einen Spieler interessant ist. Hat auch 2 gute Scores gemacht. Mal gucken, ob es hier zündet. Yusuf Paulsen war sehr günstig zu haben.
Timo Pukki habe ich gleich zu teuer gekauft, obwohl er gut performt hat, gegen Dänemark ein Tor gemacht, gegen Nordirland ein Tor aufgelegt, preislich trotzdem gefallen, ist ein bisschen ärgerlich, wahrscheinlich zu nah an der Deadline gekauft, habe auch einen Stürmer gebraucht, hat seine Pflicht eigentlich erfüllt, hat einen 5 Euro Threshold eingesackt. Arnaud Tenas, der dritte Torhüter bei Barcelona, Torhüter-Talent von Barcelona geht immer, Auktionen kann man auch immer mal günstiger schießen, ist ein Langzeitinvest bei der Karte und so ein bisschen ein Fan-Trade. Dann noch ein Luca Prip und Stefan Leiner, Moraes, alles Optionen, Wiesinger, Frederik Jensen, nichts Besonderes. Danilo Pereira, den mag ich, dadurch, dass so viele Verletzte sind bei Paris und er variabel einsetzbar ist, Mittelfeld als auch Innenverteidigung, genauso bei Portugal, absolut gesetzt. Ich finde ihn relativ unterbewertet vom Preis her für ein Paris, also dann sagen wir Stammspieler, der immer wieder so Scores um die 50, 60 raushaut, absolut wertvoll und ein sehr, sehr geschätzter Spieler bei den Trainern, so ein richtiger Trainerliebling. Gregoric, den mag ich, hätte ich vielleicht noch ein bisschen noch warten können, hat aber jetzt eigentlich zwei gute Scores, dementsprechend, ja, ich bin ein absoluter Fan, starker Stürmer, hat auch gut gespielt gegen Österreich. Korber mir geholt, der ist transfertechnisch jetzt zu Montreal fix gewechselt, der wird absoluter Stammspieler werden, meiner Meinung nach, bei Montreal, da versuche ich schon vielleicht so einen kleinen Trading-Gewinn zu erhaschen. Für 5 Euro pendelt die Karte. Ich denke, mit dem ersten guten 2-1-2 Spielen wird der Preis gut steigen. Einen Balotelli habe ich mir geholt für 3 Euro. Kannst du jetzt meiner Meinung nach nichts falsch machen. Irgendwo wird er mal zünden. Wenn es nicht bei Sion ist, wird er sicherlich noch einen Verein finden. Vielleicht geht er irgendwo nach China, was weiß ich. Vielleicht gibt es einen kreativen Transfer in die MLS. Yesiel war auch preislich mal jenseits von Gut und Böse. Ich hatte sogar einer eine Karte für 1,79 verschleudert und Panik verkauft. Da bin ich immer zu spät dran. Der hat auf jeden Fall mehr Potenzial als seine letzten Leistungen. Sollte eigentlich Stammverteidiger bei Kawasaki sein, so ein bisschen Troubles haben, werden auch Champions League spielen. Ja, für 4 Euro kannst du nichts falsch machen, wird auf jeden Fall seine Einsätze kriegen. Alexander Schmidt, ein österreichisches Stürmertalent, also ein ewiges Talent in Portugal bei Vizela. Diego Romero wird der Nachfolger sein von Carvalho bei Universitario, hat jetzt 2 Spiele in Abwesenheit von Carvalho, der ist ja auf Länderspielreise gespielt. 25 Euro kannst du nichts sagen. Wird mir wahrscheinlich auch einen guten Reward einbringen für die aktuelle Gameweek, hat seine Pflicht mehr wie erfüllt, nur mal gucken, was für ein Reward es geben wird, hat auf jeden Fall bei U23 mir da gut weitergeholfen. Carlos Terran, auch eigentlich ein sehr, sehr starker Verteidiger, preislich, dass die halt im Abwärtstrend sind, kannst du nichts machen, aber auch hier ein Hammer-Tor gemacht, den richtig in den Winkel reingehämmert, starkes Spiel gemacht. Für Chicago wird, glaube ich, langfristig Stammverteidiger sein. Facundo Almada, über den bin ich drüber gestolpert, ist so ein Football-Manager-Karte. Den habe ich eigentlich als Lückenfüller für die Game Week genommen. Der wird mir ebenfalls wie Romero im Tor auch den Reward bringen. Der ist in Kombination geholt worden. Hat leider ein paar Pünktchen verloren. Hat 44, hat ein bisschen mehr gehabt. Den werde ich auch langfristig halten. Ist ein Verteidiger-Talent aus Argentinien. Denkt, er wird über Jahre eine gute Rolle spielen. Julien Laporte ist neben Abergel so die 2 Spieler, die mir sehr, sehr gut gefallen bei Lorient. Gab es relativ günstig, so um 3,70 Euro hier auch immer wieder mal günstiger. Bin halt nicht so ein Fan, da an Auktionen stundenlang zu sitzen, zu gucken, wann wo was kommt. Da glaube ich, dass wenn der wieder fit ist, mehr möglich. Marquinhos habe ich mir geholt. Preislich war der relativ günstig zu haben. Hätte ich eigentlich auch wieder warten können. Ich glaube, den habe ich für 23 Euro geholt. Gab es bei Auktionen auch für 19 Euro. Also einiges an Karten gekauft. Auch hier Nordi Mukiele sollte auch wieder bald wieder fit werden. Ein paar Spiele jetzt ausgesetzt. Wird sicherlich seine Spiele kriegen. Kann auch Rechtsverteidiger spielen, also auch Innenverteidiger. Und halt für die Registrierungsregel sehr, sehr wichtig, dadurch, dass er ein Eigengewächs ist von Paris. Thiago Alcantara habe ich mir verbilligt. Gibt es aber auch wieder für 10 Euro. Auch hier hätte ich vielleicht geduldiger sein können, wird auch wieder bald zurückkehren. Ich glaube, der trainiert auch wieder, macht wieder Lauftraining etc. Das heißt, die Scores, die er bringen kann, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Leon Flach, absoluter Stammspieler bei Philadelphia. Die haben so ein bisschen komische Spieler jetzt zuletzt gehabt von den Leistungen her. Sind auch noch in der Champions League vertreten für 3 Euro. Den wirst du auf jeden Fall brauchen, gerade in den Midweeks dann. Shintaro Kurumaya auch verbilligt, ein starker Innenverteidiger, Schreiner, ein Experiment, Beneventuto auch von Fortaleza für Brasilien mal so ein bisschen geguckt. Serge Gnabry hat mir geholt, 2 Karten,
Ich denke, mit dem Thomas-Tuchel-Wechsel könnte es für ihn vielleicht auch bergauf gehen. Die Stürmerkarte, ich glaube, für 30 Euro habe ich mir die geholt oder 27, 28 Euro, geht eh schon preislich wieder hoch. Dejan Kulusevski, das ewige Football-Manager-Talent, ist sehr, sehr gut. Hat mir auch da eben in der Kombination den Reward gebracht. Preislich holt er mir schon ein bisschen was rein. 25 Euro habe ich den gekauft, kriegst jetzt für 20 Euro auch zur Deadline, ziemlich knapp zur Deadline gekauft. Dementsprechend so ein bisschen der Aufpreis, aber in Summe ist es okay. Stammspieler für Schweden, wenn er das Tor macht gegen Belgien, wenn die haben den Ball, ich glaube, Vote Face hat den quasi von der Linie gekratzt, dann hat er hier so eine 70, 80, dann hätte ich wahrscheinlich eine Starkarte gewonnen. Dann eben Carlos Queiroz von San Jose, Efren Álvarez, das ewige Megatalent von LA Galaxy, kommt auch noch nicht wirklich in Tritt. Habe ich mal so ein bisschen zugeschlagen, hätte es auch mal hier für 3 Euro geben können. Da muss man halt wirklich 24 Stunden wach sein, um da zu scouten. Jonathan Lewis auch so ein Trade für den Sommer, wenn die MLS spielt. Marc Bartra für Trabzonspor wird sicherlich noch eine gute Rolle spielen, speziell für die nächste Saison, Europacup etc. André Ramalho genauso, sehr, sehr günstig. Guckt euch die Scores an. Kannst du nicht meckern bei PSV Eindhoven, aktuell Stammspieler. Dementsprechend auch für die nächste Saison, wenn er dort bleibt bei PSV Eindhoven, Champions League, Europa Cup, alles möglich. Kevin Balanta für die kommende Game Week, so ein Trade gewesen. Kevin Balanta für die kommende Game Week mir geholt für 4,56 Euro als Lückenfüller. Die Scores sind sehr, sehr stark, wie ich finde. Und kann man auf jeden Fall gebrauchen, ist aber halt wirklich nur zum Spielen. Genauso Elionussi, wo wir da auch bei Southampton seine Einsätze kriegt. Vom Alter ist es noch okay. Torhüter-technisch, wer das Torhüter-Video gesehen hat, aktuell gibt es einige Torhüter sehr, sehr günstig zu haben. Ich habe die Gunst der Stunde geholt, mit zweimal Daniel Schmidt geholt. Wird wahrscheinlich die Nummer 1 werden bei Japan, zumindest in den Testspielen hat er gespielt. Denk mal, da kannst du jetzt ein wenig falsch machen. Ist noch vom Alter, 30 Jahre, ist im Rahmen. Die Japaner spielen sowieso ewig. Und hier noch ein zweiter Serge Gnabry, auch mal zum Verkauf reingeschmissen. Brandon Aaronson mir geholt für 5 Euro, eine Stürmerkarte sogar, ist ja, ein Riesentalent für die USA und bei Leeds United eigentlich auch Stammspieler, bin immer von Anfang an Leeds United eh so ein bisschen durchwachsen. Der Hugo Gonzalez habe ich mir geholt, Necaxa Stammkeeper, den gibt es glaube ich jetzt für 13 Euro, gerade auch über den Sommer sicherlich nicht uninteressant. Genauso Tom Vandenberge, 10 Euro bei Kortrijk, klare Nummer 1. Letztes Spiel gegen Brügge auch gezeigt, dass er mehr kann. Sergio Gomez, sehr, sehr günstig bei Manchester City. Kommt da kaum zum Einsatz, ist ein riesen Talent. Habe ich mir jetzt 2 Karten geholt. Werde ich auch immer wieder gucken, je nachdem wie es läuft. Da spekuliere ich, dass der vielleicht im Sommer irgendwo verliehen wird. Danach Coutinho für 4 Euro, überlegt man auch eventuell einen Wechsel, dass er irgendwo startet. Özkan für eine Gameweek für die Türkei, Krilic für 3 Euro verbilligt, Sergio Rico wird sicherlich, ich glaube da läuft der Vertrag bei Paris aus, da sollte da wahrscheinlich auch einen neuen Verein finden. Dann einen Torhüter mir geholt, endlich für die Ligue 1, dass ich da mal so Mbappé-Messi-Strategien einsetzen kann und nicht immer so einen Common-Torhüter einsetzen muss, den ich da vergeude. Und Straßburg-technisch, ja, hat er wenigstens jetzt gegen Auxerre ein Spiel zu Null gehabt. Davor war es relativ durchwachsen, immer wieder Gegentore gekriegt, Straßburg im Abstiegskampf. Aber er ist bei Belgien einer der 3 Torhüter, die Nummer 3 im belgischen Nationalteam. So ein kleiner Kevin Trapp, könnte man sagen, Deutschlands. Dann Tyler Adams, Kapitän von den USA und auch bei Leeds United. Sehr, sehr starke Scores, immer wieder über 50 Punkte. Will da so ein bisschen den Premier League Score so ein bisschen aufpäppeln. Callum Hudson-Odoi sollte auch wieder gesund werden, 3,76 Euro. Einen zweiten Frankie de Jong habe ich mir noch geholt, um den nicht jedes Mal im Champion Europe zu verschleudern mit den mit dem Barcelona-Stack, die halt ständig immer wieder nur 1 zu 0 spielen, will den halt langfristig irgendwo ein bisschen in diesen Cap 240-Mode einbauen oder ab und zu mal in All-Star reinwerfen, deswegen 2 Karten jetzt. Und Anderson ist anscheinend wieder gesund, trainiert wieder, eine Spekulation für den Sommer. Ja, auf jeden Fall einiges drinnen, einiges reingeknallt, wird sicherlich noch was passieren. Ich habe dann noch einen englischen Torhüter im Visier, ich will dann auch für die Premier League die Strategie vielleicht so nutzen, dass ich da keinen Common Torhüter spiele, dass ich vielleicht einen Premium-Stürmer einsetzen kann, sowas wie Haaland in die Richtung, das ist so der Plan. Einfach irgendwo einen günstigen Torhüter mir erarbeiten. Also ihr seht, preislich bin ich auch nicht immer up to date, immer wieder auch mal zu teuer gekauft,
falsche Zeitpunkte. Umgekehrt aber vom Verkaufen her waren da auch einige Karten, die ich sehr, sehr gut und sehr, sehr glücklich getroffen habe, so wie Gertruida mit der Verletzung zum Beispiel danach anschließend. Dementsprechend bin ich in Summe zufrieden. Die Gallery ist gewachsen. Ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt. Ein paar Trades müssten also jetzt im Sommer knallen, gerade mit den asiatischen Karten und der MLS. Dann passt das schon. In diesem Sinne, falls dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Über Kommentare freue ich mich immer wieder. Lese mir alles durch und beantworte die. Und somit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.